Hallo, willkommen zu den, hallo und willkommen zum 33. Part Let's Play Luigi's Mansion 3. Ich wünsche euch frohe Ostern und einen schönen Ostersonntag. Ja. Ja. Weiter geht's in der letzten Etage eben. In der finalen Etage in der Bibliothek, genau. So, und jetzt die Geister nochmal besiegen. Also, wo seid ihr Geister? Zeigt euch! Hallo! Ach, komm! Nein! Ich für ein Idiot eigentlich! Jetzt bloß nicht treffen lassen und dem. Ich weiß, es gibt aber kaum noch Herzen hier, ist das Problem. Es gibt ja keine Herzen mehr. Das Glück ist der letzte Geist. Jetzt komm! Das kann doch wohl nicht wahr sein, dass der Schutz fehlt, dass der nicht seit zu besiegen ist. Jetzt haben wir zwar alle Geister besiegt, aber wir haben keine Herzen mehr, also fast keine Herzen mehr. Wo geht's denn als nächstes rein? Irgendwo muss hier noch eine Tür sein. Ich weiß ganz genau, dass hier drei. Warte, ich glaube, hier ist eine Tür, oder? Ja, da ist eine Tür, genau. Gut, das ist eine Tür. Yes. Und rein da. Zur nächsten Etage. Ich brauche Herzen, genau, das ist richtig. Das Richtige. Viele Herzen, Herzen, Herzen. Ach, das sieht auch, Mann, das ist doch so schwer im Grunde genommen, Mann. Das kommt da auch aus Luigi's Mansion 2, das ist das Haus von Luigi's Mansion 2 doch eigentlich sogar. Ja, jetzt erinnere ich mich, das kommt aus Luigi's Mansion 2. Ach komm, nicht so. Jetzt komm. Komm her! Du ein Büsch bin ich, du Goldgeist! Yes, und besiegt! Yes, der Goldgeist besiegt! Thank you.
drehen wir das Ganze nochmal um. Warte. Nein, mach ich das jetzt gleich kaputt gleich wieder? Wie war denn das jetzt gleich? Ich weiß, ich muss irgendwie das kaputt machen, aber ich weiß nicht wie. Luigi kann da doch eigentlich durch, oder? Kann er durch? Nee, der stirbt sofort. Okay. Aber wie soll ich das denn machen, hä? Warum wie macht man das gleich wieder aus eigentlich? Lass mir jetzt mal so stehen am besten, genau. Also ich kann nicht mehr rauf. Was eben so. Idiot, warum fällt? Warum ich laufe hier auch dahin? Ist da gleich noch ein Herz? Gut. Das bringt mich aber auch nicht weiter. Was muss ich hier denn machen? Was ist mit dem? Ich kapiere es nicht. Was muss ich hier machen? Da muss ich wohl doch nach... Halt, das ist doch was zum Zerstören. Vielleicht mache ich das hier. Also probieren wir jetzt aus. Mal schauen, ob wir damit die Scheibe zerbrechen können. Ja, schon ein bisschen wieder sicher. Ja, die sind da. Verarschen kann ich mich selber. Ich weiß ganz genau, dass die Strahlen noch da sind. Hä? Wo ist denn der jetzt hin? Warum ist denn der jetzt wieder da hinten? Ja, was zum Hä? Willst du mich verarschen? Warum ist denn der jetzt hier nach oben, nach drüben gewandert? Der soll doch ein bisschen hier bleiben. Bleib hier! Ich brauche dich zum Zerstören der Scheibe. Und hör auf, dauernd zu verschwinden, ehrlich Mann, okay? Nimm ich eben Luigi und lass ihn da.
haut dir einfach ab, das ist der Gegenstand. Das ist echt zum Kotzen. Das kann es eigentlich nur sein, anders kann man das gar nicht zerstören. So, und jetzt zerstören wir die Scheibe. Hä? Hä? Ach komm, was ist denn das zum Blödsinn? Warum geht denn das jetzt nicht kaputt? Also gut, ich muss nachschauen. Ich muss kurz auf YouTube nachschauen, wie das geht, weil ich kapiere gerade gar nichts. Bis gleich. Bis gleich, also ich kapiere nämlich gar nichts. Hier bin ich wieder, ich habe nachgeschaut und es war echt viel zu leicht. Warum bin ich da nicht selber drauf gekommen, ich Idiot? Mann. Das ist doch ganz einfach. Viel zu einfach eigentlich, aber trotzdem kam ich nicht drauf. Ja, nicht Luigi, nicht runterfallen. Sonst muss ich dich nochmal holen. Da ist nämlich hinten offen und da muss er den Schalter betätigen. Oh Mann, das kann doch wohl einfach nicht wahr sein. Wie dumm bin ich eigentlich? So. Dann der nächste Schlüssel dafür. Und das wäre es auch schon mit dem Raum. Mehr haben wir nicht zu erledigen. Also weg hier. Ja, schon hier geht's dann weiter. Also muss hier noch irgendwo eine Tür sein. Aha. Nee, das ist doch nichts Wichtiges. Ach komm. Das haben wir, glaube ich, schon mal geöffnet, oder? Oder auch nicht, da kommt es mir noch mal direkt raus. Nicht, du sollst rauskommen, Luigi. Eck mit dir. Aber irgendwo muss eine Tür sein. Ich weiß ganz genau, dass hier noch irgendwo eine Tür ist. Also hier waren wir schon drin. Genau. Dann müsste es eigentlich woanders weitergehen. Also wir haben da und da schon noch geschaut. Nee, ich brauche die Karte. Also, wir waren schon da drin. Da müssen wir da jetzt hin, genau. Okay. Ach stimmt, hier sind wir sicher. Oh nein. Solche Hilfe.
Nein, Mann, du Idiot! Ja, nicht du, Luigi, du das. Was soll ich mit diesem Meier machen? Hä? Guck mal, da ist nicht jeden, da ist doch irgendwo. Ist doch irgendwo ein Eingang. Ach, nicht du, Luigi, sondern Fluff Luigi, was brauche ich jetzt? Nicht nur will, da nicht runterfallen. Ach, das ist auch zum Kotzen, warum muss da jetzt da nicht hin? Idiot, fällt einfach runter. Yes, geholt. Fehlt nur noch ein einziger. Gut. So, jetzt ist es aus. Und der Eimer voller Wasser muss. Warum denn überhaupt? Was sind das doch nur aufdrehen, oder? Da müssen wir es aufdrehen, damit der Schlüssel rausgeht, genau. Machen wir damit? Und jetzt doch das letzte Türchen eben, das letzte Tunnel eben, genau. Bis gleich, ich muss nur was machen, kurz eben, dann komme ich wieder, okay? So, da bin ich wieder, weiter. Letzter Schlüssel, genau. Geister, schon wieder, also kommen die Geister. Zeigt euch, Geister! Oh nein! Mann, es sind so viele! Hallo! Komm jetzt! Ah, nicht die stören! Die stören! Wow.
Ihr stört alle, ihr blöden Metalldinger. Was, den kann man einfach kaputt machen? Diesen Quillbuch kann man einfach kaputt machen. Ist der wirklich so ungefährlich, dieser, Da ist nichts drin, hä? Ach komm, warum ist da nichts drin? Wenn wir uns die Bilder ansehen, dann sehen wir schon mal, dass hier etwa, dass die Frau, also die Händlermacherin, irgendwie in Kinnikbu verliebt ist, wie es aussieht. Und die Türe. Die nächste Türe zum letzten Kammer, wo wir den letzten Schlüssel finden können. Aber saugen wir erstmal alles auf, wo Geld da ist. Halt nicht, eben. Ist da nichts drin? Warum ist denn da nichts drin? Eigentlich müsste da was drin sein, aber nein, es ist nichts drin. Da ist auch nichts drin? Komisch. Hier waren wir auch schon, das ist der alte Raum noch, oder? Genau. Aber jetzt müssen wir jetzt hier hin, genau. Letzter Raum. Der nicht einfach wird. Überhaupt nicht einfach. Das meine ich eben, die ganzen... Oh Mann, das wird nicht einfach. Das wird überhaupt nicht einfach. Ach, was, wie soll ich denn da jetzt hinkommen? Hä? Wie soll denn das gehen? Da komme ich doch gar nicht hin. Es muss doch irgendwas geben.
Komisch, komisch. Was mache ich hier bloß? Also Idiot, du kannst doch nicht da und davon dagegen laufen. Das soll ich irgendwie ausschalten, aber ich weiß nicht, wie ich das ausschalten soll, weil ich da gar nicht hinkomme. Ist hier irgendwas Unsichtbares? Ich sag ja, hier komme ich nicht durch, außer auf das Bett eben. Ah, ich muss darin gehen, okay. Um das Bett rum. Dann komme ich. Oder auch nicht, weil ich so ein Idiot bin, dagegen laufe. Oh Mann. Herz, 79 Herzen haben wir wieder, 79 Leben haben wir wieder. Ja, ich weiß, das Ganze ist, das wird jetzt echt nicht einfach werden. Oh Mann. Vielleicht machen wir das mit Luigi, das ist ja fast besser, weil der Luigi darf sterben und ich darf nicht sterben, also. Problem ist eben, mir ist ganz schwierig darauf zu koordinieren, weil das Ding sehr schnell nach oben geht und sehr schnell nach unten geht. Also wir müssen immer hin und her gehen. Und auf gar keinen Fall vom Laser treffen lassen, ich Idiot. Ja, hallo, ach komm! Wie soll ich denn da durchkommen? Wie soll ich den Laserschrein eigentlich ausweichen, wenn ich fragen darf? Das Ding so schnell rund und her rutscht, ehrlich, Mann. Nein, du sollst nicht hier nach unten gehen. Zum Schalter hin, du Idiot! Nein! Zum Schalter! Krampfertig, Mann. Jetzt will das Ding nicht hingehen. Ich habe alle Strahlen überwunden, aber trotzdem geht das Ding jetzt nicht richtig hin, ist das Problem. Geh zum Schalter hin, du Idiot. Was ist denn mit dir los? Warum gehst du nicht zum Schalter? Mann, du bist so ein Idiot. Okay, es ist einfach, glaube ich, oder? Jetzt sind die Laserstrahlen weg. Bisschen höher vielleicht. Das ist aber auch so ein Idiot. Entschuldige, dass es so lange dauert, aber... Nee, also wirklich, es ist doch wirklich nicht zu krass. Es ist so instabil, das Ding. Hallo, schnell nach oben gehen. Komm, das kriege ich. Ich ist jetzt nicht innerlich, Mann. Ich will jetzt doch den Schlüssel und die Juwel haben. Fliegst doch mal. Dazu muss ich eben darauf kommen. Das Blöde ist, Problem ist, das Ding ist sowas von schlecht, zu schwer zu bedienen eben. Du musst, glaube ich, hin und her laufen. Genauso ist es hin und her laufen eben, genau.
Und am besten immer in der Mitte bleiben. Ich habe gesagt, drauf gehen und nicht nach unten. Jetzt haben wir den Schlüssel. Na toll, was soll ich jetzt machen mit den Spinnen, ehrlich, Mann? Ich muss doch da oben hochgehen. Ich komme da nicht rauf. Jedenfalls nicht ganz. Letzter Juwel gesagt, jetzt einmal gut. Nicht runterfallen. Wie fallen da jetzt noch runter? Nein! Scheiße! Ich komme da jetzt noch runter. Ist das schon gut zum Geld farmen, aber trotzdem, ehrlich, Mann. Das ist ganz schön viel, was da jetzt runterkommt an Spinnen, ehrlich, Mann. Ja, wo kommen die jetzt alle her? Gut, das waren jetzt alle, glaube ich, oder genau. So, und das war. Warte, jetzt kommen noch, glaube ich, noch Geister, oder? Obwohl, die besiegen wir nächstes Mal, glaube ich, genau. Im nächsten Part, im 34. Part, genau. Also, das war es schon mit dem 33. Part Let's Play Luigi's Mansion 3. Frohe Ostern und schönen Ostersonntag. Danke fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Tschüss.